Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und das ist nur ein ganz, ganz kurzes Video, in dem ich euch kurz sagen will, dass der Verdoppelungsglitch nicht mehr funktioniert. Falls ihr überhaupt nicht wisst, wovon ich überhaupt gerade laber, dann schaut euch unbedingt das Video in der Beschreibung an, denn dort habe ich euch eben den Verdoppelungsglitch verlinkt. Er geht jetzt aber leider eben, wie gesagt, nicht mehr. Aber da habe ich es geschafft, Henderson zu verdoppeln. Das kann ich euch jetzt hier auch nochmal kurz zeigen. Henderson habe ich hier zweimal verkauft. Das war genau dieselbe Karte. Und ich habe das Ganze gerade nochmal mit Vidal probiert, den ich hier schnell verkauft habe. Ich habe ihn dann auch noch in der Mannschaft drinnen, so wie das eben beim Verdoppelungsglitch sein sollte. Aber ihr seht hier, er hat jetzt keinen Vertrag und ich kann überhaupt nichts mit ihm machen. Demnächst werde ich wahrscheinlich aus Ultimate Team gekickt und dann kann ich ihn eben nicht mehr verkaufen. Also der ganze Verdoppelungsglitch hat kurz funktioniert, er funktioniert jetzt aber nicht mehr und das ist eigentlich die Hauptinfo aus diesem Video. Falls ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert hat, dann schaut euch eben, wie gesagt, das Video in der Beschreibung an. Ich habe euch das jetzt einfach mal verlinkt und dort seht ihr, wie ich das Ganze gemacht habe, denn vielleicht geht es demnächst wieder. Also es kann schon sein, dass EA da, weiß ich nicht, in ein paar Monaten wieder so eine Lücke hat, wo man das Ganze anwenden kann. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das schon länger ging als eben zu der Zeit, wo ich es gemacht habe. Ich habe das Gefühl, das ging schon sehr, sehr lange, das Ganze. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall jetzt sagen, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich sehr schade, aber es ist auch gut so, denn sonst würden massig viele Leute massig viele Coins haben und das wollen wir natürlich nicht. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit dem kurzen Video. Ich hoffe, ich habe euch kurz weitergeholfen, denn ganz, ganz viele haben mich eben gefragt, ja, wieso geht der bei mir nicht? Er ging anscheinend 2 Tage, nachdem ich mein Video gemacht habe, eben nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, wieso, wieso er damals ging und jetzt nicht. Höchstwahrscheinlich, weil EA da irgendwas gepatcht hat. Ein Update kam in der Zeit nicht raus, deswegen keine Ahnung. Aber EA hat das irgendwie rausgefunden und irgendwie geschafft, das Ganze zu patchen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr solcher Lücken in FIFA 18 sehen wollt, also so Glitches, Bugs, Hacks, sonst was, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich werde da natürlich nichts zeigen, was illegal ist oder sonst was. Ich werde einfach nur schauen, dass ich da irgendwie Fehler aufdecken kann. Und ja, dann war's das mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.